Ich habe es vorhin, als wir losgelegt haben, schon angekündigt, dass es so ein bisschen das Motto des ganzen Tages, diese Frage nach einem Paradigmenwechsel, der möglicherweise schon sich gerade vollzieht, bevorsteht, und die Frage nach den Auswirkungen desselben. Und wir haben uns das kleine Vergnügen erlaubt, einen Paradigmenwechsel hier einzubauen. Ich weiß nicht, ob irgendjemandem das aufgefallen ist. Ja, es hat irgendjemand gestutzt an irgendeiner Stelle, als ihr in dem Programmheft geblättert habt. Keiner meldet sich. Ihr wart zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt wahrscheinlich, hattet gar keine Gelegenheit, da reinzuschauen. Es gibt eine Seite zu dem Panel, und wenn man die lesen will, dann muss man so machen. Wir dachten, das ist... Wow, genau, wow. Das ist, ach so, okay. Diese Art von Irritation ist sozusagen in der Tagesordnung. Ja, das war uns nicht so klar. Wir dachten aber, es ist eigentlich ein ganz schönes Bild, um nochmal zu sagen, worum geht es eigentlich, wenn wir über sowas wie Paradigmenwechsel sprechen? Nämlich gar nicht, dass es darum geht, dass man die Seite nicht mehr lesen kann, weil man vielleicht nicht richtig lesen gelernt hat oder dass da plötzlich Arabisch steht, sondern dass es einfach sozusagen man die Dinge auf den Kopf stellen muss oder einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen muss. Also dass es auch sozusagen, wie hieß diese wunderbare Kampagne, ums Umparken im Kopf geht. Gut, also hat vielleicht ein bisschen funktioniert oder auch nicht, egal. Wir werden auf jeden Fall das jetzt hier auf dem Podium vertiefen. Und ich freue mich sehr, dass wir drei tolle Gäste da haben. Und damit wir alle flexibel im Kopf bleiben, kann ich an dieser Stelle, muss ich, auch mit ein bisschen Bedauern ankündigen, dass Anna Kaiser, die hier noch in dem Programmheft angekündigt wurde, leider nicht da sein kann. Ihr Büro hat heute angerufen, dass Anna total krank geworden ist. Am Mittwoch haben wir noch telefoniert, aber jetzt geht gar nichts mehr, die Stimme ist weg. Sie ist also leider nicht dabei, hat aber schon für nächstes Jahr zugesagt. Also ist es ihr wirklich ein Anliegen. Und ich freue mich aber doppelt, dass Sonja Mewes, die einige von euch auch schon sehr gut kennengelernt haben in dem Workshop, den sie nämlich gerade gemacht hat, einspringt. Und das ist ganz großartig, weil sie, glaube ich, auch die Themen, die Anna mitgebracht hätte, auch im Gepäck hat. Sonja ist... hat viele Jahre in der Digitalbranche verbracht, in Unternehmen, unter anderem bei Gruner und Jahr, aber auch bei Scriper, habe ich mir das... Spriker, so. Ich wusste, dass ich das durcheinander kriege. Das war ein Startup, das sich mit E-Commerce-Technologie befasst und hat also da auch unterschiedliche Digitalprodukte verantwortet und hat sich dann aber entschlossen, sich selbstständig zu machen, ist als Beraterin für digitale Strategieentwicklung unterwegs, hat, glaube ich, auch eine eigene Agentur gegründet, Beautiful Future heißt das, der auch entsprechender Titel. Und ja, du befasst dich mit dem Thema Digitalisierung vor allen Dingen aus der Perspektive, wie verändert das eigentlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten? Also gar nicht so sehr auf die Technologie bezogen. Ich freue mich sehr, dass du ja sowieso heute da bist, aber auch hier den Platz auf der Bühne einnimmst. Komm einfach schon mal hoch. Herzlich willkommen. Dann freue ich mich sehr, wir wollen ja wirklich unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, dass wir auch einen Vertreter aus der Wissenschaft, aus der Forschung da haben. Ich freue mich, dass Professor Dr. Hendrik Draxler hier ist, aus Frankfurt heute zu uns gekommen. Er ist der Professor für Informatik mit dem Schwerpunkt Educational Technologies und Learning Analytics, und das Ganze an der Goethe-Universität in Frankfurt, aber eben auch am DIPF, also dem Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Und das finde ich auch für unseren Kontext sehr interessant. Er war vorher in den Niederlanden, bevor er nach Deutschland zurückgekommen ist, als Professor für Technology Enhanced Learning an der Open University der Niederlande. Ganz herzlich willkommen, Hendrik Draxler. Und natürlich haben wir auch einen Lehrer an Bord. Jan Fedder ist dabei. Du warst auch im letzten Jahr schon beim Digital Summit hier in Hamburg. Du bist aus Hannover, glaube ich, oder der Ecke zu uns gekommen, bist also in Niedersachsen, da Lehrer an einer Oberschule und auch pädagogischer Seminarleiter im Studienseminar.
Und Schwerpunkte deiner Tätigkeit sind Schule und Unterrichtsentwicklung rund um das Thema Lernen, im digitalen Zeitalter unter den Bedingungen der Digitalisierung. Und du leitest in der Lehrerausbildung seit 2016, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, eine Zusatzqualifikation zur Medienbildung und bist auch dafür da, das Ganze in die Ausbildung, in die digitale Bildung im Referendariat zu implementieren. Ganz herzlich willkommen, Jan. Ja, das Thema Paradigmenwechsel ist ja nicht eins, das man einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, weil man denkt, auch man hat Lust, mal was Neues zu machen. Also das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, aber in der Regel ist es ja anders, dass ein Stück weit ein Leidensdruck entsteht. Ja? Dass wir merken, es knirscht irgendwo. Und ich glaube, das, was ich so raushöre aus meinen Gesprächen, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch in anderen Organisationen, irgendwas passt nicht mehr so richtig. Die Welt da draußen hat sich entwickelt und die Digitalisierung hat einen ganz entscheidenden Anteil daran, also die digitale Transformation, die immer auch gesellschaftliche Transformation ist. Und es scheint so, dass wir ein Stück weit am Ende sind mit dieser Idee, dass wir das Alte versuchen weiter zu optimieren. Das ist gewissermaßen die These, die wir hier heute in den Raum stellen. Und ich würde gerne mit dir anfangen, Sonja, und dich nochmal fragen, was ist das denn genau eigentlich, was sich so verändert hat? Durch die Digitalisierung getrieben, aber vielleicht auch ganz unabhängig davon. Und welche Auswirkungen hat das eigentlich? Ja, gerne. Ich möchte gerne einen Versuch unternehmen und will auf gar keinen Fall einen Anspruch an Vollständigkeit hier sagen, weil dieses Thema ist natürlich so komplex und treibt so viele Leute um an so vielen Stellen, dass ich jetzt mir nicht hernehmen möchte, dass ich das jetzt einzig am besten weiß. Aber ich habe mich auf jeden Fall schon damit auseinandergesetzt und eigentlich gibt es immer so verschiedene Muster, die auffallen, die, wenn man das jetzt beispielsweise aus einem Blick von Organisationen betrachtet, alle sozusagen vor Herausforderungen stellten. Das eine ist, gut, Digitalisierung, Technologisierung, das haben wir, ist heute auch großes Thema. Was macht das eigentlich? Es gibt eine viel größere Anzahl von Kanälen, über die kommuniziert wird. Für Unternehmen ist es ganz kompliziert in der Kommunikation, aber auch im Verkauf sozusagen und in der Schule ja genauso. Viele Kanäle, die man beherrschen muss, die kompliziert sind. Als zweites gibt es die Globalisierung selbst, also die Vielfältigkeit, die daraus entsteht. Für Organisationen genauso, dass sie irgendwie in 100 Länder Produkte verkaufen können, aber auch, dass aus 100 Ländern die Wettbewerber morgen vor der Tür stehen können. Und der Austausch von neuen Gedanken und Ideen wieder Vielfältigkeit produziert. Dann ist vielleicht noch eine andere große gesellschaftliche Sache, dass es einen ganz großen Trend zur Individualisierung gibt. Also es ist eben nicht der Familienvater, der das Auto kauft, sondern es gibt eben den veganen Familienvater, den besonders interessiert, wie nachhaltig die Produkte darin verarbeitet sind und ein anderer, der eine Mobilitätslösung möchte. Und so diese individuelle Brille, ich hörte davon, ist auch in der Schule ein großes Thema. Dass eben der einzelne Schüler mit seinen einzelnen Bedürfnissen irgendwie sehr relevant ist. Und dann gibt es noch ein viertes großes Thema und das ist Sinnsuche. Warum mache ich das hier eigentlich, wie ich das mache? Vielleicht relevant für Lehrer, wie für Schüler und für Eltern genauso. Und woher kommt das? Ich habe eine interessante These letztens gehört. Wir optimieren nach knappen Ressourcen und unsere heutige knappe Ressource ist Zeit und oft nicht das Geld. Und wenn ich meine Zeit optimiere, frage ich mich eben, wo gebe ich die denn hin und warum? Und so ist Sinnsuche auch etwas Relevantes. Mhm. Und dieses ganze Konstrukt macht alles so komplex und weniger vorhersehbar, kaum vorhersehbar, was eigentlich wie eine Spaghetti-Schale sozusagen, was passiert, wenn ich die rausziehe, was passiert morgen, dass unsere alten Konzepte, beispielsweise Probleme zu lösen, einfach vorher zu planen für die nächsten 5 Jahre und der Experte, der seit 40 Jahren weiß, wie es geht, sagt, wie es wohl geht und danach machen es einfach alle, wie der das sagt sozusagen und standardisierte Prozesse nicht mehr funktionieren. Weil ich weiß eben nicht, was morgen passiert. Also brauche ich ganz andere Herangehensweisen. Mehr Flexibilität. Wissen ist nicht mehr so relevant. Viel mehr aktuelle Daten und Experimente. Bedürfnisse stehen mehr im Vordergrund, statt vielleicht auch Hierarchien. Also ganz vielfältige, grundlegende Sachen, die sich dann zeigen in anderer Haltung, in anderen Strukturen und Prozessen und dann am Ende auch in Tools
wie einem iPhone und einem Raum, der anders gestaltet wird. Mhm. Aber dieses Ganze muss man dann ganzheitlich irgendwie betrachten, weil nur eines davon zu verändern, hilft auch nicht. Das vielleicht mal so als Versuch. Da hast du jetzt wirklich einmal wirklich den ganz großen Bogen aufgemacht, aber das ist, glaube ich, auch ein wunderbarer Einstieg, um jetzt noch mal ein Stück weit auch auf einzelne Dimensionen zu fokussieren. Also ich habe rausgehört, das Problem ist nicht mehr, dass wir zu wenig Informationen haben, sondern eher zu viel über ganz, ganz viele Kanäle. Das ist ja auch etwas, was Schule unmittelbar betrifft, weil ja eigentlich Schule mal dafür da war, Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Komplexität ist einfach immens. Es geht immer mehr um das einzelne Individuum, also so Standardlösungen und One-Size-Fits-All funktioniert nicht mehr richtig. Das vielleicht nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Du hast bestimmt noch mehr Punkte erwähnt. Ich würde auch die anderen beiden gerne nochmal fragen. Vielleicht fangen wir mit dir an, Jan. Sozusagen diese Frage, warum ein Paradigmenwechsel? Erstens, glaubst du, dass das tatsächlich notwendig ist? Und was ist eigentlich der zentrale Treiber, warum wir darüber nachdenken müssen, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das, was Sonja angesprochen hat, hat ja schon viel auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, die wir ja spüren um uns herum und an uns selbst. Nur ist es ja oft so, das werden ja wahrscheinlich die meisten im Raum bestätigen können, dass gerade Schulen ja immer so ein bisschen davon verschont bleiben von so Veränderungen. Also da läuft alles wie immer. Wir arbeiten mit Kreidetafeln, mit Overhead-Projektor, weil wir das halt schon immer so gemacht haben. Wir arbeiten in Sitzreihen, wir organisieren in Klassen, in Jahrgängen und in Fächern vor allen Dingen. Wir unterteilen alles, statt es zusammenzuführen. Also das ist so das, was wir eigentlich schon ganz viele Zeit machen. Wenn man überlegt, die 45-Minuten-Stunde wurde ausgerufen 1911. Ja, das finde ich einen ganz spannenden Fakt. Hat sich bewährt, offensichtlich. Es hat sich scheinbar bewährt, genau. Und das wird, dann kann man sagen, naja gut, jetzt machen wir alle Doppelstunden. Also wir haben es verdoppelt, jetzt wir haben aus 45 90 gemacht. Das ist so das eine, das ist für mich so ein Zeichen, dass eben vieles einfach so in Schulen gerade so unhinterfragt stehen bleibt. Und meines Erachtens ist spätestens eigentlich durch die Dimension, die jetzt kommt, also einmal diese digitale Transformation, die wir erfahren. Und für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, der damit zugehört, ist das Thema Inklusion. Mhm. Also dass diese beiden Begriffspaare zusammen eigentlich, wenn wir es ernst nehmen, bedeuten, dass es eigentlich nicht mehr so weitergehen kann. Ich sage jetzt schon so oft eigentlich, ne? Ja. Weil wir ja irgendwie merken, ja, so schnell ist es mit dem Umbruch doch nicht. Also dieses vielbeschworene, dieser Begriff der Disruption, den man ja immer so aus dem Silicon Valley-Kontext auch hört, der müsste eigentlich auch in Schulen so massiv sein, dass, ich sage immer so, eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Mhm. Denn wenn man ernst nimmt, was Inklusion bedeutet, nämlich Individualisierung, jeder nach seinen Bedürfnissen, dann hat das natürlich Folgen für, wie wir Schule organisieren, wie wir Unterricht organisieren und auch, was das mit uns Lehrern macht. Ja. Und das Zweite ist eben auch das Thema Digitalität. Lernen unter den Bedingungen der Digitalität ist eben auch was anderes und was Neues, was auch wieder Auswirkungen auf diese drei Faktoren hat. Ja. Also auf die Lehrerrolle kommen wir ganz bestimmt noch zu sprechen. Ja. Ich wollte bei Ihnen nochmal nachfragen, Herr Draxler, weil also gerade dieses Thema Individualisierung und jeder sozusagen in seinem Tempo und nach seinen Bedürfnissen, das könnte ich mir vorstellen, ist ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Weil das ja zumindest auch immer wieder ein Kontext ist, in dem Digitalisierung tatsächlich mal nicht als ein Problem, sondern als eine Lösung gesehen wird. Vielleicht mögen Sie daran einfach mal anschließen. Also ich würde erstmal zustimmen, dass digitale Transformation, die Gesellschaft bricht um. Und was ein wichtiger Punkt ist, warum es einen Paradigmenwechsel in der Schule geben muss, ist, dass wir für Berufe ausbilden, die es wahrscheinlich noch gar nicht gibt. Also und ein wichtiger Bestandteil davon, das Einzige, was wir wissen, die werden irgendwie digital sein. Also von daher müssen wir digitale Kompetenzen unterstützen. Und ich wehre mich eigentlich ein bisschen dagegen zu sagen, oh, es muss jetzt alles verändert werden. Wir brauchen überall Digitalisierung. Also ich messe Digitalisierung immer daran, es muss entweder das Lernen effektiver machen, es muss es effizienter machen und wenn nur die Lehrer effizientere Abläufe haben, oder es muss es attraktiver machen, sodass ich mir die Dinge besser vorstellen kann oder neue Produkte entwerfen kann. Und wenn Digitalität nicht diesen drei Kriterien entspricht, sage ich immer, nehmen Sie Kreide und Tafel und bringen Sie dann den Kindern was bei oder machen Sie ein gutes Setup ohne Digitalität. Das ist ganz wichtig. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen den totalen Paradigmenwechsel und würde die drei Kriterien, lege ich immer an, beim Bemessen jeglicher Digitalisierung. Jetzt kommt natürlich dazu, dass jetzt Big Data und Sie waren bei Google und so, ne,
Da gibt es natürlich diese ganzen Big-Data-Technologien, die letztendlich auch individualisierte Profile geben. Es ist nicht mehr so, dass wir One-Size-Fits-All haben. 30 Kinder müssen durch die Kohorte, 30 Kinder müssen 45 Minuten machen. Das ist alles nicht mehr gegeben. Im Grunde haben wir Techniken, um Lehre und Lernen individuell zusammenzuschneiden. Und das ist so eine Komponente, die hinzukommt, die aber Geld kostet, mit der in der Tat Individualisierung vorangetrieben kann, wo man ein Curriculum maßgeschneidert im Grunde theoretisch machen kann für einen Lehrling. Das ist noch nicht aktiv passiert, da gibt es Forschung zu. Wir sind noch nicht so weit, dass das wirklich funktioniert. Aber in 10 Jahren könnte das in der Tat eine Möglichkeit sein, dass man mit seinem Profil irgendwo hinkommt und sagt, ich bin Hendrik Draxler, ich interessiere mich für Computer und Bildung und was kann ich denn an Ihrer Uni machen oder was kann ich an Ihrer Schule machen? Und dann wird halt da ein Pfad rausgeschnitten, der zu mir passt und auch ein individualisiertes Diplom fällt daraus oder Zeugnis oder wie Sie es auch nennen wollen, was mich für diese Spezialität spezialisiert und was dafür steht. Und diese Individualisierung, die halt technisch unterstützt werden kann, die ist möglich, die sehen wir im E-Commerce-Bereich, wo viel mehr Geld in der Hand ist. Die Frage ist, ob wir das auch wirklich in den Schulbereich oder in die Hochschule transportiert kriegen, wo weniger Geld zur Verfügung steht, weil es vor allem öffentliche Mittel sind. Und dann können wir immer gut nach Australien oder Amerika gucken, wo man sehr viel Geld für sein Studium bezahlt und dadurch ist sehr viel Geld in dem System. Und da sehen wir eben diese Ansätze, wo es diese Assistenten gibt, wo wirklich Technologie eingesetzt ist, weil der Student zahlt ja 200.000 US-Dollar für sein Studium, dann soll er auch wirklich ein hochqualitatives Studium kriegen. Und da kann man schon immer ein bisschen sehen, wenn jetzt viel Geld im System wäre, wo würden wir da hinkommen? Aber wir sind noch nicht an dem Punkt. Und ich wehre mich auch ein bisschen dagegen zu sagen, alles muss digitalisiert werden. Das glaube ich nicht. Es geht immer noch um gute Lehre. Und wenn Sie das ohne Technik machen können, dann geht das auch. Ich habe 2 Nachfragen. Da muss ich, okay, also ich hätte gerne vielleicht mal ein. Ich fand es ganz toll und interessant, dass Sie gesagt haben, wir müssen sehr genau hingucken und differenzieren. Ja, es geht nicht darum, alles digital zu machen, sondern wirklich immer zu welchem Zweck. Also Effizienz oder es wird attraktiver. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel, wo es wirklich einen Mehrwert hat. Das fände ich einfach nochmal der Anschaulichkeit halber schön. Also aus dem Schulkontext am besten natürlich. Es hängt natürlich auch von den Lernzielen ab. Ich will Ihnen mal ein gutes und ein schlechtes Beispiel geben. Meine Kinder gehen in Holland immer noch in die Schule und da wurde auch die Schule digitalisiert, iPad-Klassen, bla bla. Was haben sie dann gemacht? Der Biolehrer hat dann quasi irgendwie das Schulbuch als PDF aufs iPad gelegt und die Kinder zoomen dann da rein, können nicht mehr gut lesen. Ich habe schon Befürchtung, dass meine Tochter eine Brille kriegt, weil die jetzt immer das Biobuch auf dem iPad lesen muss. Schlecht gemachte Digitalisierung. Ist nicht effizienter, ist nicht effektiver, ist nicht attraktiver. Anderes Beispiel, aber sie lernt digitalen Umgang mit dem iPad. Naja, gut, okay. Anderes Beispiel, Sportunterricht. Sehr engagierter Sportlehrer. Die Kinder... Er hat sowas aufgesetzt wie so ein wie so professioneller Sport, wo die Kinder gefilmt werden, wo die Kinder sich gegenseitig filmen. Und da wird Medienkompetenz getrainiert. Ganz spannend. Jedes Kind hat ein personalisiertes Device. Das heißt, wenn meine Tochter jetzt zum Weitsprung ansetzt, wird sie gefilmt von einem anderen Kind mit ihrem iPad. Ja? Stichpunkt Informationsrechte, die an ihr sind und an ihrem Bild, sodass niemand diese Daten verwendet und irgendwie anders dann verbreiten kann. Sie hat die Kontrolle darüber. Dann wird sie gefilmt, sie kann sich angucken, wie das abläuft. Sie besprechen danach mit der Slow-Motion-Technik, die auf diesem iPad eben ist, wie der Sprung gelaufen ist, wie sie sich verbessern kann. Sie macht ein kleines Tagebuch dazu, schreibt sich das auf und bestimmt, wie sie da anders rangehen will. Also es gibt so eine Reflexionsrunde, die da eingebaut ist, die verwendet wird. Ich glaube, dass sie dadurch diesen Sprung tatsächlich bewusster abläuft, als einfach wieder zurückzugehen, sich anzustellen und besser zu werden im Grunde so, also dass sie einen bewussteren Umgang damit wählt. Und sie lernt einfach ganz viel darüber und die ganzen Kinder lernen auch was darüber, wie sie mit Bildrechten umgehen. Da gibt es einfach eine klare Policy, wie die Kinder damit umzugehen haben. Sie reflektiert damit und sie arbeitet mit dem Medium und sie arbeitet mit Video, um das dann zu verarbeiten. Also das wäre was, wo ich glaube, das würde das Lernen effektiver machen in dem Sinne, weil sie sich bewusster mit dem Sprungvorgang beschäftigt. Jan, du wolltest auch einhaken.
Und Sonja auch, gerne. Ja, jetzt sind da schon, jetzt sind wieder so viele Sachen. Jetzt muss ich erstmal sortieren. Also erstmal finde ich super das Beispiel Sport, weil das genau mein Tanzbereich ist. Also gerade auch, also jetzt nicht unbedingt tanzen, also eher Sport. Eben auch im Sportunterricht zu gucken, wie können wir da digitale Medien einsetzen. Und da bin ich auch selber in Fortbildung unterwegs, weil man im ersten Moment immer denkt, so Sport hat ja eigentlich erstmal, da brauchen wir das gar nicht, da sollen die Geräte wegbleiben. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie man eben Videoanalyse dafür nutzen kann, um sich einfach selber zu sehen. Denn diese Möglichkeiten hatten wir einfach vor diesem Medium schlichtweg nicht. Das konnten wir auch mit einem Overhead-Projektor vielleicht mal mit so einer Filmkamera und dann brauchte man einen Videowagen und keine Ahnung, unrealistisches Szenario. Also das will ich auf jeden Fall, da bin ich voll auf Linie. Bei dem anderen, da hadere ich so ein bisschen mit, wenn es sozusagen darum geht, dass wir so diese Begriffe Effektivität und Effizienz so auf den Bildungssektor 1:1 übertragen. Damit tun wir uns meines Erachtens keinen Gefallen, weil das ja eigentlich dazu führt, das, was Sie ja eigentlich schon gesagt haben, dass wir die beiden Sachen versuchen, gegeneinander auszuspielen. Also nimm das Digitale nur, wenn es effizienter ist, wenn es dich besser und schneller irgendwo voranbringt, sonst bleibt bei dem Analogen. Dann fangen wir immer an, die Sachen miteinander zu vergleichen. Also was kann das an? Da gibt es ja dieses schöne Beispiel, das kennen vielleicht ein oder hoffentlich viele aus dem Netz, dieses Beispiel von Jöran Moos-Mehrholz, die Pinguin-Metapher mit dem Pinguin, der zwei Medienwelten hat. Einmal die grüne Welt und einmal die blaue Welt. Und man kann sich also, die blaue ist die Welt im Wasser, logischerweise, und die grüne ist eben die Welt an Land. Und dann ist man eben versucht, auf diesem Effizienz Argument dahin überzugehen, ja, wo hat jetzt was den Mehrwert? Also indem man dann man kann ja eigentlich den Mehrwert nur vergleichen, wenn es exakte Bedingungen wären und die sind ja logischerweise in diesen Elementen nicht. Also folglich könnte man jetzt dem Pinguin sagen, okay, lauf auf dem grünen Element über den Boden und mach das auch in dem blauen Element, lauf da über den Boden und dann kommt man hinterher auf dem blauen Element, auf dem Meeresgrund, funktioniert nicht, also schlecht, sondern in dem Der Hint ist ja eigentlich da, dass in diesen blauen Medien plötzlich Sachen möglich sind, die in dem grünen nicht möglich sind. Also insofern finde ich die Idee zu sagen, okay, wir versuchen nicht so sehr über diesen Begriff Mehrwert zu gehen, sondern eigentlich in den Begriff Neuwert. Was ist eine neue Möglichkeit, die wir haben? Und da ist ja zum Beispiel die Möglichkeit dieses Sportbeispiels, was Sie sagen, vollkommen richtig. Genauso wie es natürlich keinen Sinn macht, im Grunde alles, was wir bisher analog haben, jetzt einfach zu substituieren und in ein iPad zu stecken und statt auf dem Arbeitsblatt mit dem Stift aufzufüllen, jetzt auf dem Tablet ein Kreuz machen, dann ist das ist keine digitale Bildung oder Bildung in Zeiten der Digitalität. Da gebe ich Ihnen recht. Ich würde gerne, bevor ich dir das Wort auch gebe, Sonja, auch da noch mal einhaken, weil wir ja jetzt doch wieder bei der Debatte sind, wie kann man auch im Prinzip sozusagen in Fächern sortiert Dinge, die wir auch jetzt schon unterrichten, noch besser machen. Also so habe ich auch, das steckte, glaube ich, auch jetzt in dieser kleinen Debatte schon drin. Und ich will noch mal einen Schritt zurück und fragen, müssen wir nicht auch ganz neu darüber nachdenken, was gelernt werden muss? Also es gibt ja, wir hatten auch mit Stefania Druger gestern hier Abend schon eine tolle Veranstaltung, nochmal wirklich diese Frage, was für Kompetenzen sind es denn eigentlich, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, auf was für eine Welt wir vorbereiten? Schnurrt das dann nicht eigentlich auf etwas zusammen, was mit Technologie erstmal gar nicht viel zu tun hat, was im Zweifel auch nicht mit, bin ich gut in Bio oder in Geschichte, sondern wo es ganz, ganz stark um Persönlichkeiten auch geht? Ich weiß nicht, ob das in die Richtung ging. Überraschenderweise total passend. Wunderbar, dann deine Steilvorlage, bitte. Ja, prima, sehr gut. Ich wollte eigentlich auch ergänzen, genau dieser Unterschied, wann macht es denn Sinn und wann nicht und ist das eine besser und das andere und so weiter, noch eine Perspektive ergänzen, zu sagen, es sind eben genau unterschiedliche Dinge. Das eine ist irgendwie Technologie und eine Kompetenz für eine Technologie beherrschen, die unbedingt notwendig ist. Und das andere ist eine Einstellung, ist ein Mindset gegenüber Lernen selbst, ja, auch dem lebenslangen Lernen, aber gleichzeitig auch, wie gelernt wird und was gelernt wird. Also was sind denn eigentlich die relevanten Kompetenzen, genau die gelernt werden müssen? Und jetzt möchte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil das ist Ihr Expertengebiet, euer Expertengebiet. Aber wenn man sozusagen in die Organisation guckt, dann ist das eben etwas, wie kann man Unvorhersehbarkeiten, wie kann man darauf schnell reagieren?
das müssten eigentlich, die müssen zumindest ein, kann ein Impuls sein, darüber nachzudenken, was wir lernen müssen. Denn wir müssen schnell reagieren, wir müssen flexibler werden, wir müssen mehr Experimente machen und verstehen. Das ist dann nämlich genau der Fall, nicht sozusagen die Sportlehrerin sagt, mach's jetzt anders, sondern erkenne selbst durch ein kleines Experiment, was du rekapitulierst, was du wohl anders machen könntest und teste es beim nächsten Mal und gucke, ob es geklappt hat zum Bessermachen. Ne? Ein ganz anderer Ansatz. Und dies sind halt zwei ganz getrennte Themen, wo das Warum einfach klar sein muss. Ja. Warum, also was wollen wir anders, wie wollen wir anders lernen? Ich würde da gerne noch mal einmal nachhaken, weil du ja viel in Unternehmen unterwegs bist und ja auch mitbekommst, nehme ich an, wie die Debatten da laufen, also was sich da auch entwickelt an Vorstellungen, wie Mitarbeiter heute schon, aber vielleicht in Zukunft auch noch mehr qualifiziert sein müssen. Was sind da eigentlich die Stichworte, die immer ganz oben stehen? Von bis. Und ganz und alle sitzen im gleichen Boot. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Stichwort. Also nicht jetzt braucht man in die Wirtschaft gucken und irgendwie alle haben die Lösung gefunden. Sehr wohl gibt es aber, glaube ich, auch viele Organisationsformen und Organisationen, die für sich schon Wege gefunden haben, oft im Digitalbereich dann zu Hause, aber nicht wegen den digitalen Sachen, sondern weil das Mindset sozusagen irgendwo zusammengeht. Und was es für Beispiele definitiv gibt, ist, dass es einen großen Trend zu Selbstorganisation gibt und zu einer ganz anderen Hierarchie, weil eben nicht mehr sozusagen der Vorstand sagt, was gemacht wird und dann 2000 Mitarbeiter machen, was getan wird, sondern weil sich eben so viel draußen verändert, eigentlich jeder Mitarbeiter die Kompetenz haben muss, schnell selbst zu entscheiden, strategisch zu handeln. Und dafür braucht es natürlich sowohl Strukturen, dass jeder Mitarbeiter selbst entscheidet, kann. Und es braucht auch Kompetenzen natürlich, zu wissen, wie das geht, aber eine ganz andere Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das wäre vielleicht so ein Beispiel. Selbstorganisation von Hierarchie weg zu dynamischeren, flexiblen Teams, nicht zu verwechseln mit Chaos und Orientierungslosigkeit, denn sozusagen selbst Raum für Autonomie und Selbstgestaltung und eine klare Richtung und Alignment dann sozusagen in dem Fall gehen ja auch miteinander einher. Mhm. Das ist dann die Herausforderung. Ja, also ich habe mich gerade gefragt, wenn das die Zukunft ist, wo es, oder sagen wir mal die Richtung ist, in die es hingeht, ist dann nicht ein gewisser Widerspruch zu dem, was Sie beschrieben haben, Herr Draxler, wenn ich mir so vorstelle, Bildungswege sehen so aus, dass ich irgendwo hinkomme, sagen, das sind meine Interessen, das kann ich schon und dann wird mir irgendwas ausgespuckt. Geht nicht eigentlich dann genau das verloren, diese Art der Selbstorganisation, dass ich bewusst Entscheidungen treffe und nicht mir ein Algorithmus was ausspuckt, das passt zu dir, so kannst du dich optimieren? Ja, das spricht mir. Ich will gerade meine Lanze brechen. Ihr könnt mich auch duzen, ja, um das Diskussion einfacher zu machen. Was das für ein Cultural Clash ist. In Holland hätte mich jeder von Anfang an geduzt. Das ist da eigentlich Usus, ja. Das hat nichts mit Respektabbruch zu tun. Jetzt bin ich wieder hier zurück in Deutschland, sitze dann hier und werde irgendwie gesiezt und weiß nicht, ob das. Ja, das ist wahrscheinlich dieser Professorentitel, oder? Wahnsinn. Okay. Die Frage war, genau, Umgang mit Daten und. Ich muss gerade die Kurve gerade zurückkriegen. Mündigkeit. Frage, genau, es ist am Ende ein Thema, das Thema Mündigkeit und entscheide ich eigentlich selber und mache im Zweifel auch einen Fehler, aus dem ich lerne oder kriege ich sozusagen den idealen Pfad vorgelegt und folge dem, weil Big Data errechnet hat, das ist gut für dich. Ich vereinfache jetzt natürlich. Ja, genau. Das ist natürlich das totale Einfallstor im Grunde. Das ist genau das, was ich mit meinen Studenten mache. Also Stichwort Learning Analytics. Also man nimmt Daten aus dem Bildungssystem. Das kann auf einem Mikro-, Meso-, Makrosystem laufen. Mikro wäre dann jetzt hier unsere Veranstaltung, ne? Irgendwie, was Sie tweeten, machen, Analytics, wie aktiv Sie sind. Meso wäre dann mehrere Veranstaltungen der Körperstiftung, Makro wäre dann, ne? Körperstiftung und Bertelmanns Stiftung, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Und da könnte man verschiedene Analytics-Ansätze machen. Ich mache das sowohl auf Meso-Ebene für die Goethe-Universität aktuell, aber auch mit verschiedenen Partnern zusammen und auf der Mikro-Ebene eben in meinem Seminar. Was bedeutet das? Die Studenten kommen da rein und kriegen erstmal ein Informed Consent, also so ein, wie heißt das auf Deutsch? Einverständniserklärung vorgelegt und erklärt, was für ein System um sie drumherum ist. Und das ist ein massiv technologisch unterstütztes System, was wahrnimmt, ob sie an der Veranstaltung teilnehmen, das tracken über das Handy,
ob sie welche Inhalte sie wann runterladen, welche Ziele es sind, ist mit Fragebogen gekoppelt. Und wir erklären ihnen aber, dass das der Ziel dieses Seminars, es ist ein Seminar, es ist jetzt nicht Vorlesung, Vorlesung ist jetzt nicht mein beliebtestes Format, ist es, diese Grenzen aufzusuchen. Die Grenzen aufzusuchen und zu erfahren, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt ein Algorithmus etwas über mich aussagt in dem Seminar. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie die Studenten am Anfang keinen Consent geben. Das nächste Mal habe ich dann dieses weiße Hemd an und dann sind die schon mehr vertrauter und dann geben sie mir mehr Consent und wir gehen dann immer tiefer da rein. Und am Ende wollen sie alle Daten blank legen und sich gegenseitig vergleichen und sowas. Um wirklich zu sehen, wie rechnet ein Algorithmus mit mir ab. Ja? Und es ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also die Schufa macht das mit Ihnen allen jeden Tag im Grunde, sobald Sie mal irgendeinen Vertrag anfragen. Und das ist absolut intransparent. Und mein Ansatz ist eben, wir müssen das, wenn wir das im Bildungsbereich machen, müssen wir es, ich nenne es dann Trusted Learning Analytics machen. Das heißt, wir müssen es transparent machen, wir müssen es offen machen, wir müssen klar sein, über was wir reden. Und das Individuum muss immer die Möglichkeit haben, sich dagegen auszusprechen. Ja? Und das ist eigentlich auch das, was ich erreichen möchte. Ich möchte am liebsten, dass einer der Studenten aufsteht oder der Studentin und sagt, nee, also was der Algorithmus sagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe die letzte Woche so hart gelernt und das kann nicht sein. Um irgendwie dieses sich da rein zu vertiefen, was sind das für Daten, die erfasst werden? Was macht der Algorithmus und wie werde ich auf so einem Dashboard letztendlich dargestellt oder vielleicht verglichen oder andere Dinge, um mündig damit umzugehen? Und ich glaube, das ist eine der Schlüsselkompetenzen, wo wir jetzt auch gesprochen über die Messlatte effektiv, effizient, attraktiv, die wir einführen müssen. Ja? Wir leben schon in der digitalen Welt, die wird noch digitaler werden und die Kinder von heute müssen über ihre Daten so aussprechen können, wie über das Geld, das sie in ihrer Börse haben. Das ist ein ganz wichtiges Gut und diese Mündigkeit müssen wir, Data Literacy oder diese ganzen Stichwörter müssen wir trainieren und ich probiere das zu trainieren, indem wir ein System anbieten, das wir kontrollieren, was sie aber an diese Grenzen führt. Und das sind Grenzen und Systeme, die sie auch in der Zukunft wiederfinden werden in verschiedenen Kontexten. Kannst du dir auch sowas in der Schule vorstellen? Und wie ist dann eigentlich die Rolle tatsächlich des Lehrers, der Lehrerin, im Zusammenspiel vielleicht auch von Tools, die die Individualisierung ermöglichen, die vielleicht sozusagen die Analyse von Leistungen, Stärken, Schwächen leichter machen? Da steckt jetzt auch schon wieder so viel drin. So viel, ja. Also such dir einen Teil raus. Ich nehme jetzt einfach so Teile raus, die mir gefallen. Und zwar das eine, was angesprochen ist, finde ich wichtig, dieses Thema Algorithmus. Also wie werde ich überhaupt, ich werde permanent bewertet. Ja, und auch Schülerinnen und Schüler bewegen sich in, das wissen wir ja alle, die wir hier sitzen, auch in den sozialen Netzwerken, sind auch ständig in der Bewertung, ob das bei Instagram, wo auch immer, auf den Plattformen, auf denen sie sich bewegen ist. Und auch zu hinterfragen, wie werde ich eigentlich bei Suchmaschinen, warum tauchen da Sachen auf, weil ich die mal vielleicht irgendwann mal nach Turnschuhen gesucht habe oder sowas. Also ich will damit sagen, weil du vorhin, du so schön gesagt hast mit diesem iPad und so bla bla. Also das ist ja, diese Frage nach dem Wie ist eben nur ein Teil davon. Es geht eben auch vor allen Dingen um eine inhaltliche Perspektive. Eben auch nicht nur zu lernen, etwas mit Medien zu machen, sondern etwas über Medien zu lernen. Und ich stelle eben fest, dass wir da eben alle noch sehr am Anfang sind. Ich selber habe eben auch keine Informatik studiert. Und wir sind alles Leute, ja, Learning by Doing letztlich, die sich in die Sache so reingefuchst haben, aus ganz viel Motivation natürlich. Und gerade dieser Part ist, glaube ich, etwas, was dann in der Schule häufig zu kurz kommt, wenn man dann sagt, okay, ich erstelle Medienprodukte, dann geht es eben häufig darum, ja, wie machen wir das, ja, aber was steckt eigentlich dahinter, bleibt dann so ein bisschen zu kurz, eben oft auch aus Unwissenheit. Und das führt dann eigentlich, und das finde ich so spannend, zu dem zurück, was du als erstes gesagt hast mit dem Thema Wie und Was. Also wir beschäftigen uns ja häufig auf diesen Tagungen, in diesen Fortbildungen immer mit dem Wie. Ja, wie kann ich jetzt mein Tablet vorne spiegeln? Oder wie kann ich jetzt gewährleisten, dass ich auf die Schülersachen irgendwie zugreifen kann? Und mit welchem Tool kann ich irgendwie das und das umsetzen? Aber die Frage nach dem Was, und das wäre so mein Wunsch, ja, weil hier ganz viele Lehrerinnen und Lehrer auch sitzen, ich glaube, diese Frage, die stellen wir uns vielleicht aus Angst vor dem eigenen Fächerchauvinismus oder so auch nicht oft genug. Das, was wir alles so in der Schule vermitteln, brauchen wir das tatsächlich. Also müssen wir nicht gucken, welche dieser Dinge müssen eigentlich raus, weil das kann schon längst automatisiert werden. Ich denke da immer an Jack Ma, der ja gesagt hat, we can't teach our kids to compete with machines. Mhm. Ja, also wir können letztlich nicht Kindern beibringen, mit Maschinen zu konkurrieren, weil das Duell verlieren die immer.
Was bleibt denn übrig, wenn wir das rausgehen? Genau, er hat überzeichnet, also, Jack Ma hat das ja in Davos so überzeichnet und hat dann gesagt, im Grunde bleibt dann nur noch Sport, Musik, Kunst, Entertainment, also im Grunde diese Fächer, die Maschinen eben nicht können. Aber für mich wäre eben vor allen Dingen immer dann zu hinterfragen, ich habe ja unterrichte auch das Fach Mathe, all diese Dinge, ich hoffe, jetzt springt mir keiner an den Hals, mit so Sachen, so schriftliche und halbschriftliche Rechenverfahren, noch und nöcher, Bruchrechnungen mit Kehrwert multiplizieren, Division, irgendwelche langen Ketten untereinander. Wer macht das zu Hause? Also wenn jeder von uns, wenn der irgendwas zusammenrechnet, dann nimmt er sein Handy oder vielleicht noch den Taschenrechner, wenn er überhaupt noch da ist, und tippt das ein und macht ja nicht irgendwie eine Rechnung untereinander auf. Und das könnte man, denke ich, mit vielen in anderen Fächern auch machen. Im Englischen gibt es mittlerweile so tolle Übersetzungsprogramme, wo ich in den Text, obwohl ich gar kein Englisch kann, irgendwo eingebe bei, wie heißt die Anwendung, Deeply, wie spricht man das aus? Irgendwie so. Ist nicht mein Fach. Wo man tatsächlich ehrlicherweise meines Erachtens in so Fachschaften in der Schule darüber ins Gespräch kommen müsste, was passt eigentlich noch in unsere Zeit, was gibt das Curriculum her und was können wir vielleicht an anderen Inhalten dazu tun, wie zum Beispiel so ein Wissen über Algorithmen, wie funktioniert Scoring und solche Aspekte dann im Unterricht. Ich weiß, das ist, macht einen riesen Fass auf, ne? Aber das wäre letztlich konsequent, weil sonst machen wir im Grunde das Alte, wie wir vorhin schon gesagt haben, jetzt nur einfach mit Tablets. Ja. Hm? Nee, das ist ja, ich finde das super, weil das ist ja die Überschrift. Aber das ist ja schon auch klar, dann spätestens ist so ein bisschen Revolutionsstimmung in der Hütte, glaube ich. Also wenn es darum geht, auch wirklich was rauszuschmeißen. Und die Frage ist ja, wie geht man solche Prozesse an? Ja, dass auch nicht der Widerstand schon da ist, bevor man überhaupt angefangen hat, weil Menschen Angst kriegen, dass sie überflüssig sind, dass das abgewertet, entwertet wird, was sie viele Jahre gemacht haben. Da würde ich dich auch gerne nochmal fragen, Sonja, was funktioniert denn da, weil du ja auch Unternehmen berätst, wahrscheinlich wie Mitarbeiter, wie sich die Organisation entwickelt, aber auch wie Mitarbeiter sich entwickeln. Was können denn so erste Schritte sein, ein Stück weit die Angst loszulassen und was Neues auszuprobieren? Auch wieder eine wundervoll große Frage, die ja ganz viele Psychologen auch versuchen zu irgendwie beantworten. Ne? Wie geht Veränderung? Und ich bin jetzt heute keine Psychologin, deswegen will ich mich da auch wieder nicht zu weit auslehnen. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, erstens, es gibt sowieso keine Lösung. Die eine, die man allen erzählen kann, nicht für Organisationen, genauso sicherlich dann auch nicht, Schule ist ja auch eine Organisation, für die Schule, für das Kollegium, denn am Ende besteht neben einer Organisation aus 100 einzelnen Individuen und die haben alle einzelne Erfahrungen, Erwartungen, positive wie negative, und die muss man dort begleiten und mitnehmen, wo sie jeweils sind, und muss ein gemeinsames Neues, wo wir hinwollen, finden. So, das ist vielleicht was Generalistisches, was man sagen kann, dass es eben keine Lösung gibt, aber dass man ein gemeinsames Zielbild dafür findet, das ist auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Und ansonsten kann man sicherlich sagen, dass Impulse auf allen Ebenen wichtig sind. Und Impulse, damit meine ich zum Beispiel, auf der Organisationsebene muss sich was verändern, denn Strukturen und Prozesse machen, was wir tun. Ja, es gibt so dieses schöne Stichwort irgendwie, nicht die Banker sind gierig, sondern das Bankensystem setzt Anreize dafür, dass die Banker gierig scheinen. Mhm. Und Strukturen und Prozesse sind das Stärkste. Und in der Organisationsform, in der Führung, wahrscheinlich sogar im Kollegium, aber auch gegen Schüler, im Schüler-Lehrer-Verhältnis, das sind Strukturen und Prozesse, wo man ausprobieren muss, vielleicht sich überlegt, was will man verändern und dann ausprobiert. Genauso aber kann man auch schon in der Gemeinschaft, im Team, im Fachbereich vielleicht gegenseitig sich inspirieren. Wie machst du das? Hast du schon mal agiles Arbeiten ausprobiert oder nicht? Wie machst du das? Wie wollen wir uns im Team organisieren, vielleicht mal das auszuprobieren. Und genauso auch als Drittes vielleicht auf der individuellen Ebene. Sich selbst eben immer wieder auch zu hinterfragen, zu überlegen, wie lernt man denn heute anders? Was braucht man denn heute für andere Einstellungen? Was heißt denn diese Agilität? Was gehört denn da vielleicht noch alles dazu? Ja, und auf allen drei Ebenen sind halt regelmäßige Impulse wichtig. Welche Impulse am meisten funktionieren bei genau dieser Organisation, das weiß ich auch nicht. Vielen Dank. Impulse ist ein super Stichwort, weil wir haben hier Impulse eingesammelt, aber es soll auf jeden Fall jetzt noch Gelegenheit sein, dass ihr auch Fragen stellt.
Ja, also es ist zwar jetzt schon Viertel vor, aber wir haben dann immerhin noch eine Viertelstunde. Ich muss an der Stelle sagen, auch das habe ich eben vergessen, Sonja ist eingesprungen, muss aber auf jeden Fall um 18 Uhr aus dem Saal, weil du noch nach Erfurt musst, glaube ich. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass Sonja hier im Zweifel einfach verschwindet. Aber genau, ich guck schon mal rum. Wir haben natürlich wieder Saalmikros. Wenn es jetzt schon eine Frage gibt, dann können wir auch direkt jetzt loslegen. Sonst fällt mir bestimmt auch noch was ein. Es sind so viele Themen angesprochen. Ah, Christian Netz. Dann mache ich das auch ohne Mikro. Ich finde, was jetzt hier in der Diskussion wunderbar deutlich geworden ist, und dafür schon mal vielen Dank, wie divergent unsere Vorstellungen von Bildung sind. Und mir wird es ganz gruselig, wenn ich deine Forschungsvorhaben mir weiter vorstelle. Ein Schüler, der also dann sozusagen mit einem Portfolio zu irgendjemandem kommt und wo Effektivität nur daran gemessen wird, wie schnell er seine Türmchen abrechnet und wie schnell er dann den Dreisatz vielleicht rechnen kann. Ich finde das gruselig. Ich hoffe, dass wir, oder würde mir wünschen im Grunde genommen von der Wissenschaft, dass sie uns in einer Diskussion begleitet, die deutlich wurde bei Jans Aussagen und bei deinen Aussagen, die Frage, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich unser Ziel? Und du, Sonja, hast dargestellt, Globalisierung ist ein Thema, Teamarbeit ist ein Thema. Wer prüft denn sowas ab? Das sind doch nicht die Algorithmen, die beim DIPF jetzt anscheinend für eine Vergleichbarkeit sorgen. Keiner prüft das ab, weil keiner traut sich daran, diese Dinge, die für unsere Welt so wichtig sind, Zivilcourage, wo ist das eigentlich mal Thema? Alle stürzen sich auf die Vergleichbarkeit von Mathe, Deutsch und Englisch und auf Fehlercodes und das war's dann. Wo ist dieser Schritt weiter? Den würde ich mir wünschen und ich fände es toll, wenn das DIPF sich da zum Beispiel aufschwingen würde, solch eine Diskussion mal anzuführen. Okay, bist du direkt angesprochen. Das ist unglaublich, wie schnell eine Dreiviertelstunde rumgeht. Ich muss nochmal diese Effektivität, Effizienz und Attraktivität ins richtige Licht setzen. Ja? Weil was du angesprochen hast, ist absolut nicht, was ich möchte. Mir geht es nicht darum, dass jemand schneller irgendwas abrechnet. Was ich mit Effizienz meine, ich rede nicht nur von Digitalisierung, um Lernen und Lehren irgendwie zu verändern. Was ich mir aber auch vorstellen kann, wären zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Assessment machen müssen, eine Klausur. Warum müssen Sie immer 30 Klausuren sich angucken? Warum sind das nicht Scanner-Klausuren oder sowas? Zeit, wo Sie der Lehrkraft Zeit geben, Dinge effizienter zu regeln. Ja? Warum haben wir nicht so ein Content-Management-System für die Schule zum Krankmelden, Noten angucken und sonst was? Und müssen Sie noch ein Klassenbuch machen? Stichwort digitales Klassenbuch. Ja? Also das sind die Dinge, die ich mit Effizienz meine. Ich möchte den Kindern alle Zeit der Welt geben, mündige, vollständige Mitglieder dieser Gesellschaft zu werden. Ja? Da ist mir die Effektivität, dass sie das voll ausüben können, ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, unsere Kinder zu optimieren, um Gottes Willen. Das ist, das ist ein Missverständnis. Ich glaube aber, dass man das Schulwesen effizienter gestalten kann, vielleicht auch, wie Jan sagt, mit Dingen herauswerfen, aus dem Curriculum teilweise. Ich weiß nicht, ob wir alles aus der griechischen Geschichte immer wieder wiederholen müssen. Ich muss aber auch sagen, also Stichwort Allgemeinbildung, mich hat es jetzt gerade ein bisschen erschrocken, was du gesagt hast, in der Tat, von wegen, wir können doch alle mit Taschenrechner rechnen und übersetzen du mal mit DeepLL. Oh mein Gott, das verstehe ich auch nicht unter einem mündigen Bürger, der aktiv in dieser Gesellschaft teilnimmt. Da wünsche ich mir sehr gern, und das können wir auch in anderen Ländern sehen in Europa, die Digitalisierung schon viel weiter gestrickt haben, dass die sehr konsequent an ihren Bildungszielen festhalten, aber Digitalisierung da eingeführt ist, wo es eben möglich ist. Sagen wir mal, einmal eins rechnen. Einmal eins rechnen besteht immer aus einer DIN A4-Seite, die Kinder von A nach Z machen müssen, ja? Und das muss dann der Lehrer nachgucken. Super Aufgabe. Das kann eine Software großartig, da können noch so Blumen wachsen, je nachdem, wie das dann alles so funktioniert und wie gut man ist. Und die Blume schrinkt vielleicht mal wieder. Und die Maschine kann sagen, also die Formeln, die hat das Kind jetzt immer noch nicht gerafft. 7 mal 8, ne? Da habe ich so lange gebraucht, bis ich wusste, dass es 56 ist. Das hätte die mir dann so lange vorgeschlagen, bis ich es gewusst hätte. Das ist Effizienzsteigerung im Lehrbetrieb für die Kinder. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Grundtechniken solide verstanden werden, weil ansonsten haben wir hier digitale Zombies rumlaufen. Es ist wichtig, dass man dieses Thema dahinter versteht. Weitere Fragen? Die Saalmikros da vorne. Kriegen wir da so schnell ein Mikro? Na, Diana, super. Ja,
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar, es gibt ja so zwei Richtungen, in die das so im praktischen Alltag geht. Also es gibt jetzt so diese schon auch in die Jahre gekommenen Lernplattformen, wie zum Beispiel auch Moodle. Und dann gibt es halt unglaublich viele kleine Tools. Und die Frage, was ist, in welche Richtung meint ihr denn, geht das? Haben wir dann irgendwann ein großes Universaltool? Wir sind ja auch immer mit sensiblen Schülerdaten unterwegs. Oder haben wir hier mal, das da hat ja auch AppCamps schon viel dazu gemacht, hier mal ohne Anmeldung oder hier mal mit Anmeldung. In welchem Bereich geht das im schulischen Rahmen eigentlich? Gerne, Jan. Ja. Also in welche Richtung das geht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Der Trend ist ja, den wir ja feststellen, es soll eigentlich unter ein Dach. Ne, so Stichwort Bildungscloud, jedes Bundesland bastelt an so einem System. Dann gibt es diese Bildungscloud ja, glaube ich, in ganz Deutschland, die für viel Geld HPI entwickelt wird, also wo alles unter, also was eigentlich dahin gehen soll, wie du gesagt hast, ne? Du warst das, ne? Ja? Genau, dass das irgendwie unter einem Dach ist, das stelle ich mir eigentlich nicht, an dem Stichwort Mündigkeit stelle ich mir eigentlich nicht so vor, weil das ja auch nicht das ist, wie die Schülerinnen und Schüler oder wir ja auch agieren. Wir holen uns ja eigentlich aus den Sachen die Dinge raus, die uns irgendwie weiterbringen, die uns interessieren, motivieren, die wir interessant finden und nicht etwas, was sozusagen unter einem Dach gestellt ist. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Datenschutz-Schmu und personenbezogene Daten, das lasse ich jetzt bewusst mal raus, sonst diskutieren wir das bis sonst wann. Mhm. Aber eigentlich geht es mehr darum, und das ist zumindest mein Anspruch im Unterricht, dass ich irgendwann dahin komme, wenn die Schülerinnen und Schüler länger auch mit diesen Geräten, die im Unterricht eingesetzt haben, dass ich denen ein ganz großes Portfolio aufzeige, einfach einen ganz großen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und dass sie irgendwann so weit sind, dass dann in der, weiß nicht, 8., 9. Klasse, wenn sie es ab der 5. gelernt haben, einfach selbst entscheiden können, welches Tool, welcher Weg ist für mich gerade der beste. Brauche ich jetzt gerade ein DIN A4-Papier, um mir irgendwie eine Kladde zu machen? Oder will ich das mit irgendeiner App machen, wo ich mir eine Mindmap machen kann, damit ich die abspeichern kann? Oder will ich mit jemandem zusammen ein Lernvideo erstellen? Keine Ahnung. Also du siehst, dieser Blumenstrauß, der ist relativ groß. Und eigentlich soll es dahin gehen, und das nehme ich auch so ein Stück weit immer in meiner Lehrerausbildung mit rein, dass man eben selber entscheidet, was zum Beispiel die geeignete Präsentationsplattform oder die geeignete Umsetzungsmöglichkeit ist. Und dann ist das gar nicht so entscheidend, ob das jetzt so ein Riesenmodul ist oder nur etwas ganz Kleines und ob das analog ist oder ob das digital ist. Vielleicht sogar ein Zusammenspiel aus beiden. Das merkt man ja immer dann, wenn ihr mit euren Schülern mal so Videos zum Beispiel produziert habt oder Legevideos. Da wird es immer das Tablet und daneben liegt Stift und Zettel, weil erstmal brauche ich irgendwie ein Skript. Wir müssen uns überlegen, wer was sagt. Wir müssen das proben. Diese 3 Minuten nachher mit dem Tablet aufnehmen, sage ich jetzt mal geschenkt. Ja, die 5 Doppelstunden, die davor drauf gingen, damit es überhaupt so weit kommt. Das ist ja eigentlich der spannende Aspekt. Und das Produkt nachher natürlich toll, kann man da vielleicht auch vorführen. Aber entscheidend ist ja in dem Fall der Prozess. Wie sind Sie da hingekommen zu so einem Video zum Beispiel? Weitere Fragen? Darf ich da noch ganz kurz was dazu sagen? Weil die Frage kommt oft und ist immer so, Digitalisierung, man kann nicht dagegen argumentieren und wo sollen wir denn hin? Und ich glaube auch, also jede Schule hat ja einen eigenen pädagogischen Ansatz und der muss auch so sein, dass sie den verkörpern und wiedergeben können im Grunde. Und von daher ist es auch eine Gefahr, wenn wir das jetzt zentralisieren alles, weil sie müssen diese Tools, das hat Einfluss, wie sie lehren. Und das hat einen enormen Einfluss auf welchen Freiraum sie auch haben. Also von daher sehe ich das so ein bisschen gemixt und vor allem auch sehen wir eine Privatisierung dieses Bereiches. Das sind private Firmen zum großen Teil, die das machen, wo auch Geld in den privaten Teil geht. Und was ich finde, Estland hat das sehr schlau gemacht, ist ja immer unser Silicon Valley aus Europa. Und was die gemacht haben, die haben einen digitalen Spiegel, nennen die das, digitalmirror.ee, wo sie die Kompetenzen, die im Grunde so ländlich gesehen werden, wie die sie entwickeln wollen. Und dann können die Schulen sich mit einem Fragebogen verorten auf diesem digitalen Spiegel und können sich dann überlegen, was passt zu unserem didaktischen Konzept und welche Tools brauchen wir dafür. Und das benutzen sie zur Profilierung, zur Zielsetzung, um das weiter auszubauen. Und das finde ich einen sehr schlauen Ansatz, weil es eben nicht die Technik und Tool und wer macht das eigentlich, sondern aus dem Konzept herausgeht. Super, vielen Dank. Wir haben eine Frage hier vorne und Diana, da hinten war noch jemand. Vielleicht magst du dich da schon mal mit dem Mikro hinbegeben. Danke. Meine Frage geht eigentlich in dieselbe Richtung. Da es ja so ist, das hatten wir vorhin schon, in den kommerziellen Angeboten ist unglaublich viel Geld. In den staatlichen Angeboten ist viel weniger Geld. Und gerade wenn ich dieses Es macht mehr Spaß anschaue und meinen 15-jährigen Sohn angucke und dann ein Fortnite-Live-Event mit Marshmallow anschaue, was einfach wirklich witzig ist und cool ist, und dagegen alle Angebote, die mir in der Schule zur Verfügung stehen, setze, dann
stinkt das dagegen ab, um das mal so zu sagen. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, deswegen interessiert mich eigentlich persönlich, oder also quasi aus der beruflichen Sicht, mehr die theoretische Auseinandersetzung damit, die politische als die technische, weil bei der technischen kann ich überhaupt nicht mithalten, weil alles, was wir dann sozusagen mit staatlichen Mitteln investieren, ist meiner Meinung nach zu langsam. Ich sehe zustimmendes Nicken. Noch Ideen dazu? Ganz kurz vielleicht, und sonst können wir auch erst noch mal die Frage so hinten ein. Warum spielt Ihr Sohn denn so gern Fortnite? Warum spielt er so gern Fortnite? Es ist ein großartiges Spiel, also ich kann es nicht spielen. Also er schießt da andere Menschen und baut was. Kann irgendwelche coolen Moves und coolen Spray-Sachen haben. Also das heißt, dieser Spielcharakter und vor allen Dingen das Headset und das Mikro mit den Online-Playern ist absolut wichtig. Das wollt ihr hören, ne? Genau, also es geht darum, dass, dass dein Sohn sich da gut ausdrücken kann. Er kann was machen, was er selber spannend findet, und er kann die Welt gestalten. Ich würde zu dem Kernpunkt zurückgehen. Jetzt komme ich zu irgendeiner Reformschule, ne? Eine holländische Reformschule, Nike, die haben sich das zum Ziel gemacht. Da gibt es kein Curriculum mehr, die Kinder kommen dahin und die arbeiten an Challenges. Und diese Challenges müssen sie sich selbst überlegen, die gehen immer einen Monat. Und sie benutzen dafür auch ein Tablet, wo sie dann in Scrum-Technik, da hat man verschiedene Rollen, die zusammenarbeiten müssen, sich die Challenge erarbeiten müssen. Die Kinder brauchen erstmal 3 Monate, bis sie damit umgehen können, weil die erstmal unschooled müssen werden, ja, weil das sind sie nicht gewohnt, dass sie jetzt auf einmal hier da vorne rein, hinten raus, ja. Aber dann kommen die da in den Modus, und was man dann sieht, dass die ganz früh Persönlichkeiten ausbilden in unterschiedlichen Bereichen, weil sie mit Dingen in Kontakt kommen und sich die selber erarbeiten. Und ich find, das ist ein sehr gewagter Ansatz, ja, aber ein sehr erfolgreicher. Die erste Kohorte von den Kindern ist jetzt quasi auch erfolgreich. Alle haben sie ihren Abschluss gemacht und sind weitergekommen. Und das wäre meine Antwort darauf. Also man könnte es auch, und da braucht man nicht viel Technik, da braucht man nur ein mutiges Konzept. Ja, Jan und Sonja auch beide. Ganz kurz, wenn es geht. Ja, ganz kurz. Ich wollte diesen Begriff mit ausnehmen. Also wenn man so ein bisschen visionär denkt, ich finde gerade diesen Begriff dieser Entschulung wirklich total spannend. Das war ja versucht auch immer hier ein bisschen heute mit zu vermitteln. Das ist ja im Grunde auch alt. Ich glaube, Illich hat da ja schon in den 70er Jahren irgendwie oder noch früher davon geschrieben, von dieser Entschulung. Und das ist, glaube ich, das, was tatsächlich dieser Prozess von Inklusion, Digitalisierung, was ich vorhin gesagt habe, eben mit sich bringt und auch unsere Rolle als Lehrperson so verändert. Also für mich ist dieser Prozess ja auch in den letzten Jahren so, dass ich versuche das immer so als Bild zu setzen, vom MC zum DJ. Also Lehrer waren ja oft, die MC steht ja für Master of Ceremony, ne? Also der hier vorne steht und alle anderen 30 hören mir zu. Ich habe die Zeremonie im Griff, ich weiß viel mehr als alle vor mir oder unter mir, je nachdem, was man für eine Haltung hat oder hatte. Und der DJ ist eigentlich jetzt der diese Lernsettings zur Verfügung stellt und der eigentlich nur noch das Lernarrangement irgendwie herstellen muss, damit Lernen stattfindet. Das klingt jetzt natürlich irgendwie so leicht, ist es überhaupt nicht natürlich. Ja, aber es gibt ja eben dieses Prinzip, dass man im Grunde, jeder Schüler muss ja auch wiederum für sich zum DJ seines eigenen Lernens werden. Und da kann vielleicht sowas wie Gamification, ist jetzt bisher nicht so mein Steckenpferd gewesen, aber ist natürlich für die Schüler immer hochspannend, wenn es irgendwelche Badges oder Sterne aufleuchten in solchen Anwendungen. Ich kenne es zum Beispiel im Mathebereich von Bettermarks, dann ist es denen wichtig, eben bestimmte Sterne zu sammeln oder so. Ja, da muss man dann wieder gucken, geht das dann in so eine falsche Richtung, die wir dann haben oder nicht haben wollen. Aber ich glaube, für mich ist das einfach ein gutes Bild, auch verändernde Lehrerrolle, Lehrerinnenrolle auch zu akzeptieren. Da sitzt vielleicht jemand vor mir, der kann etwas besser als ich. Der kann in irgendeiner Anwendung Sachen, und ich kann jetzt entscheiden, okay, weil ich das nicht kann, mache ich es lieber nicht, weil dann bleibe ich ja weiterhin MC. Oder lasse ich mich darauf ein und kann sagen, Paul, dann zeig uns doch, was du da gemacht hast, und zeig den anderen, wie es geht, und mir vielleicht auch. Ja. So. DJ des Lernens, glaube ich, nehmen hier alle mit. Das ist ein cooler Begriff. Sonja, kurz und dann versprochen, da hinten die Frage kommt noch dran. Ganz kurz, geht auch in die ähnliche Richtung. Das ist ja auch die Herausforderung von Organisationen. Wie kann man irgendwie wie können wir anders zusammenarbeiten, zusammen sein, sodass jeder Spaß hat, dass es motivierend ist? Genau die gleiche Frage stellt sich ja auf Arbeit dann genauso, ne? Und das Ergebnis ist irgendwie oft, miteinander macht es mehr Spaß, wenn ich selber sagen darf, macht es mehr Spaß, aber auch Führung und dann wieder die Frage der Rolle, nicht nur Lehrer, Schüler, auch vielleicht Schulleitung, Lehrer, aber auch Politik, Schule, Eltern, diese ganze Konstellation, wer weiß da was besser? Und nach wem wird eigentlich entschieden, ne? Und eigentlich der ganz große Unterschied irgendwo Machtstrukturen und Entscheidungsstrukturen versus Bedürfnisse.
wo man dann eigentlich am Kern des Themas ist und dann überlegt, was könnte eine Lösung sein? Oh, das Bedürfnis ist mehr Spaß. Wie können wir das umsetzen? Und was braucht es dann an ganz anderen Strukturen und Zusammenarbeit, um das zu ermöglichen? Ich weiß, aber das ist ein total wichtiger Punkt, über den wir heute ja gar nicht gesprochen haben, nämlich Schulleitungen. Also auch die müssten sich ja im Grunde, wenn wir das konsequent weiterdenken, vom MC zum DJ verändern und eben zu gucken, wo sind denn eigentlich die Potenziale in meinem Kollegium? Warum muss der dafür irgendwie eine Funktionsstelle kriegt, das eigentlich machen, wenn da jemand im Kollegium ist, der in diesem Bereich ganz besondere Stärken hat? Ja, also auch der muss sozusagen die Potenziale in seinem Kollegium natürlich sehen. Wir sind ja hier heute, wir stehen irgendwie für Bottom-up dieses Paradigmenwechsels, aber wir brauchen den eben auch in Top-Down-Prozess, ne? Ich glaube, von der Schulleitung her. So, was ich mitbekomme, die Konsequenz, niemand kann sich ausnehmen. Also das genau, und in Organisationen genauso. Ja, da wird die Führungsrolle dann eben wirklich auf alle Mitarbeiter verteilt. Ja, super. Also ich habe es versprochen, mit Blick auf die Uhrzeit, wenn jetzt nicht irgendjemand ganz wild protestiert und sagt, die Frage muss ich noch loswerden, dann ist das jetzt die letzte Frage. Und dann diskutieren wir aber natürlich weiter im Anschluss. Genau, und ich habe eigentlich auch keine Frage. Ich habe die Chance gekriegt, ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar bin ich Teil des Organisationsteams der Edonautica. Und das ist eine Veranstaltung, die Max-Brauer-Schule zusammen mit der Winterhude Reformschule und Agentur Juren und Konsorten macht. Und es passt einfach so gut zu dieser Diskussion, was sich diese Veranstaltung als Ziel gesetzt hat, weil wir eben auch der Meinung sind, wir brauchen Paradigmenwechsel. Die beiden Reformschulen arbeiten schon lange an Ideen. Und wer sich über diese Fragen Gedanken macht, wer gerne an der Stelle auch weiter diskutieren möchte oder die Diskussionsthemen, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind, weiter diskutieren möchte, der ist am 3. und 4. 5. in der Max-Brauer-Schule, glaube ich, gut aufgehoben. Dankeschön. Sehr gerne. Ich finde das auch einen wunderbaren Übergang. Ich war letztes Jahr bei der Edonautica, kann das also persönlich nur empfehlen. Das ist ja auch zum Abschied dann eine schöne Botschaft. Es wird weitere Foren geben, wo wir gemeinsam diese Themen diskutieren können. Ich fand es sehr inspirierend, diesen Tag wieder. Bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Du kriegst hoffentlich noch pünktlich deinen Zug. Ich lade alle euch auf dem Podium, bis auf Sonja und vor allen Dingen euch im Saal natürlich ein, noch hier zu bleiben, so es geht. Und noch ein bisschen was zu trinken, was zu essen und weiter zu quatschen. Oh, ganz wichtig. Danke, Philipp. Genau. Ne, wenn es euch gefallen hat, sagt es uns, aber auch wenn ihr was habt, was noch toller werden kann im nächsten Jahr, wir wollen ja auf jeden Fall weitermachen, dann nutzt die Gelegenheit und füllt uns die Evaluationsbögen aus. Oh ja. Vielen Dank. Bis nächstes Jahr.